Hallo und recht herzlich willkommen zurück, liebe Rollenspiel- und Science-Fiction-Freunde. Ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Mass Effect Andromeda. Wir befinden uns immer noch auf Haval und ich habe mich schon ein bisschen seit dem Ende der letzten Folge schon ein bisschen weiter fortbewegt. Wir waren, glaube ich, hier irgendwo. Jetzt sind wir hier und haben dieses nächste Lager vor uns. Hier haben wir irgendwie eine Quest, gestohlene Turbinenteile finden und gerade eben hatte Ryder was gesagt von wegen, vielleicht können wir mit den Plünderern ja reden. Ich weiß noch nicht genau, von welchen Plünderern hier die Rede war, aber wir schauen mal. Hier ist auf jeden Fall auch ein Gebäude. So, wir gucken uns auf jeden Fall erstmal nach diesem Lager. Das kann man ja ganz gut erreichen diesmal. Ich habe in der Aufnahmepause übrigens noch ein Lager geholt gehabt. Was auch relativ krampfig war, da auch dieses Lager wieder auf so einem Hügel war. Naja, wie dem auch sei. In der letzten Folge war ich, glaube ich, ein bisschen aggro. Könnte sein, dass es an der Wärme liegt. Ich weiß es nicht. Titan, das nehmen wir auch mit. Aber ich bin im Moment auch tatsächlich so ein bisschen ungeduldig, ehrlich gesagt. Weil ich das einfach von einem Mass Effect nicht gewohnt bin, ja, hier durch so offene Welten zu latschen. Die Tür ist verschlossen. Mhm. Wir befinden uns, okay, da ist auch kein Questpunkt oder so. Okay, vielleicht spielt es später eine Rolle. Könnte möglich sein. Das heißt, wir schwingen uns wieder in unseren Nomad und begeben uns zur Questmarkierung. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier in Gegenden rum, in denen wir bisher noch nicht waren. Und es ist ziemlich hügelig. Haben wir hier. Das ist offenbar unsere Quest, schätze ich mal. Warum piept denn das da oben nicht? Sonst piept das doch immer. Jetzt soll ich es piepen. Naja, Tod ist auch irgendwie vernünftig. Ja, so kann man es auch sehen. Gut, hier brauchen wir wahrscheinlich nicht kämpfen. Schauen wir uns das mal an. Ich höre hier irgendwelche ungesunden Geräusche. Mit Sicherheit irgendwie so ein Eirauch oder sowas. Jemand war vor uns da. Und hat Ashlands vermisste Teile zerstört. Was zur Hölle war das? Naja, so ein Koloss! Eirauch, was? Kannst du nicht richtig lesen, es geht so schnell. Ein alter Eirauch, alles klar. Okay, ein alter Eirauch, ich will hier mal weg. Scheiße. Und ja, und hier gibt es natürlich noch eine Munitionskiste, das kommt noch dazu. Ja, das hat gesessen. Bringen wir Ashlyn die schlechte Nachricht. Ja, mit genau der haben wir in der letzten Folge gesprochen. Ganz am Ende. Und da müssen wir nochmal hin. Aber das machen wir nicht jetzt sofort. Glaube ich. Ich bin da auch noch ein Behälter. Ich höre noch so ein Viech. Hier ist noch mehr Hater. Hatte ich da hinten das mitgenommen? Nee. Das sollten wir noch tun. Ich glaube, hier ist noch so ein Viech.
Okay, zurück zum Nomad. Soweit so gut. So, dann gucken wir mal. Als nächstes. Da ist noch eine Quest. Wir machen aber erstmal das. Schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen jetzt. Okay, was haben wir hier? Schauen wir uns kurz an. Da ist eine Quest drin. Kann ich Ihnen helfen? Oh. Wir nehmen keine Neuzugänge mehr auf und alle Türen sind versperrt. Hallo. Wir wollen keinen Ärger machen. Es gibt auf Kedera nur Ärger. Wir wollen nur unsere Ruhe und... Moment. Ich glaub's nicht. Sie sehen aus wie ein Pathfinder. Ich frage mich, woher wissen die denn, wie ein Pathfinder aussieht? Ich tue mein Bestes. Ich komme von der Arche Hyperion. Sieht aus, als kämen sie hier ganz gut zu Rande. Wir sind Flüchtlinge, die sich auf einer Welt voller Exilanten verstecken. Wir wurden von der Nexus geworfen im Verlauf des Aufstands. Dabei wollten wir gar nicht Partei ergreifen oder sowas. Wir wollten einfach nur essen. Dann fanden wir diesen Ort, abgelegen, geschützt vor den Irren in den Badlands. Und der Felsuntergrund hier filtert das Wasser. Wenn Sie etwas Zeit hätten, könnten wir Ihre Hilfe gebrauchen. Reden Sie mit den anderen, die sagen Ihnen genaueres. Ich entriegele die Türen. Okay. Ja, machen wir doch gerne. Dann gehen wir mal rein. Wen haben wir denn hier noch? Reden wir erstmal mit dem. Der Questgeberin hier? Oh, hallo. Stimmt was nicht? Es ist hart, eine Exilantin von der Nexus zu sein. Meine Mutter ist noch dort. Ich habe mich nie von ihr verabschiedet. Hat sich die Lage dort verbessert? Durchaus. Es dauert sicher noch, aber irgendwann kehrt vielleicht tatsächlich wieder Normalität ein. Oh, freut mich, das zu hören. Ich wünschte nur, ich könnte mit meiner Mom sprechen. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber unsere Geräte sind kaputt. Vielleicht würde es auch gar keinen Unterschied machen. Die Nexus ist so weit weg. Das weiß man nie. Ich könnte mal nach ihr sehen. Das würden Sie tun? Das würde mir sehr viel bedeuten. Natürlich machen wir das. Wollen wir nochmal mit ihr reden? Geht das nochmal? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich darum kümmern. Okay. Gut, dann reden wir mit dem hier. Ist er okay? Nein. Er hat Fieber. Etwas hat ihn gebissen und jetzt hat er eine Infektion. Die üblichen Heilmittel helfen nicht gegen das Gift. Können wir irgendetwas für ihn tun? Nicht, dass ich wüsste. Außer Sie können so etwas wie ein Antibiotikum herzaubern. Das können wir doch bestimmt irgendwie besorgen, oder? Ich glaube, okay, das ist, glaube ich, keine Quest in dem Sinne. Mal sehen. Machen die Badlands Sie fertig? Fühlen Sie sich krank? Leiden Sie am Badlands Blues? Dafür haben wir ein Gegenmittel. Es wird Ihrem Körper und Ihrem Geist gut tun, falls Sie verstehen, was ich meine. Falls nicht, ist das hier nicht für Sie gedacht und Sie sollten gehen. Falls aber doch, kommen Sie zu uns. Wir können aus Sicherheitsgründen keine Koordinaten nennen, aber wer sucht, der findet. Aha. Okay, wir müssen also jemanden finden. Da ist noch ein Salarianer. Wir lesen nochmal dieses Datenpad erstmal. Protokoll der täglichen Grundwassertests. Täglicher Test 98,1% Reinheit und so weiter. Ist aber sinkend, wie es aussieht. Der letzte ist 91,2. Anmerkung, sollte der Abwärtstrend anhalten, wird unser Wasser früher oder später toxisch. Die Umweltbedingungen auf Kedera müssen unbedingt stabilisiert werden. Daran arbeiten wir natürlich. So, was... Gibt es bei dir noch? Es ist also wahr. Pathfinder existieren. Ich würde Ihnen was zu essen anbieten, aber unsere Vorräte sind sehr knapp. Und die hier müssen erst reifen. Schon okay. Wir brauchen nichts. Ich bin überrascht, dass Sie hier überhaupt was anbauen können. Der Felsuntergrund hier filtert das Wasser. Und wir haben UV-Lampen. Als wir von der Nexus verbannt wurden, habe ich eine Kiste davon mitgenommen. Das war ziemlich clever von Ihnen.
Man muss immer an die Details denken. Ich wusste, wenn wir in Helios stranden, würde der Pflanzenanbau schwierig werden. Wir hatten Glück. Leid tun mir die armen Kerle in den Badlands. Immer wenn ich was esse, habe ich Schuldgefühle. Warum nehmen Sie nicht ein paar UV-Lampen mit? Dann können andere vielleicht auch Landwirtschaft betreiben. In dieser Hölle ist jede Hilfe wichtig. Nett von ihm. Finden wir die denn irgendwo? Ach, wir können hier noch scannen. Aha. Sehr gute Idee. Okay, diese Person hat hohes Fieber, was darauf hindeutet, dass eine ernsthafte Infektion vorliegt. Ursache sind wahrscheinlich die Bissspuren einer unbekannten Lebensform. Kleine einschließlich Bissspuren, erhöhte Körpertemperatur 40,5 Grad Celsius. Ah, nicht so gut. Nicht so gut. Das können wir auch noch scannen. Kommunikationsterminal. Ja, das offenbar aber kaputt ist, hat sie ja schon gesagt gehabt. Pflanzen. Diese Pflanzen gedeihen dank der eingesetzten UV-Lampen. Okay, das war's. Haben wir auch nochmal ein bisschen Arbeit bekommen. Und dieses Wasser soll nicht toxisch sein. Das heißt, da kann ich reinspringen. Probiere ich jetzt natürlich nicht aus, aber... Iridium, ja. So, ist dahinter noch irgendwas? Okay, Karte. Ja, das würde ich gerne noch machen. Das hatten wir ja auch markiert, ne? Warte mal, guck mal, da gehen wir hin zu Fuß hin. Das müsste ja eigentlich nicht, dürfte nicht so weit sein. Hätten wir doch den Norm mitnehmen sollen. Na egal. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Ja, wir suchen es. Da, ich sehe es schon. Von 16. Okay. Dann. Warum ist das immer noch? Also Aufgabe zerbrochener Familie. Die defekte Kommunikationsausrüstung. Ach, ich soll doch noch was scannen. Ein Asari auf Kadar. Okay. Gut, dann müssen wir da nochmal gucken. Wahrscheinlich muss ich hier von außen was scannen. Ich dachte, wir sollten mit der Mutter auf der Nexus reden vielleicht oder so. Wieder so ein bisschen missverständlich. Also manche Quests sind relativ missverständlich zu verstehen, finde ich. Muss man genauer gucken. Ich schätze mal, wir müssen da hoch. Genau. Zeigt doch der Questmarker hin. Ja, aber wie kommen wir da hoch? Hier vielleicht. Ja, es geht nicht. Okay, das Problem hatten wir schon mal an anderer Stelle. Vielleicht hier. Ja, das Problem hatten wir schon mal an anderer Stelle. Warte mal, kann ich es von hier unten vielleicht scannen? Ja, das reicht schon aus. Oder auch nicht. Na super. Jetzt können wir scannen. Der Kommunikationsknoten ist fehljustiert. Nach einer Anpassung könnte ein Signal den Nexus erreichen. Okay, also ist nicht das Gerät da unten. Aber ja, jetzt stehen wir wieder vor dem Problem, dass wir hier hoch müssen. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay. Dann reparieren wir das mal. So, wollen mal sehen, ob das geholfen hat. Okay, dazu müssen wir wahrscheinlich wieder runter. Und reden mit ihr. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich darum kümmern. Hab ich doch schon. Ja. Also ich habe jetzt nicht wirklich was überprüft, ehrlich gesagt. Oder muss ich es nochmal scannen? Reden wir nochmal mit ihr? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich darum kümmern.
Okay, das ist jetzt nicht so doll, das Feedback, muss ich sagen. Aber ich glaube, die Quest war erledigt. Okay, zurück zum Nomad. So. Können wir hier lang. Ja. 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 Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich markiere mal das da. Ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, falscher Modus. Ich kehre aber nicht ins Missionsgebiet zurück. Nicht freiwillig. Okay, unfreiwillig schon. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wir haben Questmarker, die in die Richtung zeigen und wir können da nicht hinfahren. Okay, das scheint aber zu funktionieren. Okay. Die Kiste ist ganz nah. So kann man es auch machen. Das muss ich mir merken. So weit, so gut. Und der Normit ist hier direkt stehen geblieben. Geil. Haben wir den schon gesehen, den Monolithen? Weiß ich jetzt gar nicht. Karte? Nee, den haben wir noch nicht aktiviert. Ja, dann würde ich sagen, aktivieren wir doch erstmal den Monolithen, oder? Ich meine, wir haben ihn direkt vor der Nase. Wobei, ich will mal hier runterfahren. Was haben wir da? Haben wir das schon gesehen? Ich weiß es nicht. Sieht alles gleich aus für mich. Wir gehen mal gucken. Machen wir mal Lucky Lucky. Ein Behälter. Und hier ist auch mal was zu scannen, glaube ich. So viel Gewalt. Die Tür ist verschlossen. Waren wir hier schon mal? Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge schon mal. Standen wir schon mal an so einem Punkt vor einer verschlossenen Tür? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war noch was anderes. Okay, auf zum Monolithen. Wo bleibt das Vieh? Okay, ist geflüchtet dort. Auch gut. Iridium, das nehmen wir mit. Geil wäre übrigens mal, wenn wir mal eine Munitionskiste oder so finden würden. Okay, wir müssen hier wahrscheinlich wieder scannen, schätze ich mal. Da ist schon was. Achso, ich hab's gar nicht gelesen, ne, was da stand. Mal kurz gucken. Eine Entropie-Glyphe. Die Daten dieser Glyphe scheinen beschädigt zu sein. Bei näherer Betrachtung ist die Beschädigung allerdings für die Funktion der Dateien selbst erforderlich. Letztere beschreiben ein kollabierendes System nicht durch bloßes Lesen der Dateien, sondern durch das eigene Erleben. Aha. Wie viel haben wir? Zwei fehlen noch. Wie es aussieht. Okay, die müsste dann hier irgendwo sein. Da, ich sehe sie. Müssen wir dich da ran. Und hier ist auch noch eine Kiste. Eine Aderensglyphe. Seltsamerweise sind die Informationen dieser Glyphe so kodiert, dass sie durch optische und akustische Reize gewisse emotionale Reaktionen hervorrufen.
Obwohl die Effekte von Spezies zu Spezies verschieden sind, wird in Menschen das Gefühl von Ehre, Hingabe und Pflichtbewusstsein angesichts einer großen Aufgabe geweckt. Aha. So, dann haben wir da. Oh, ein Relikt, Dechiffrierungsschlüssel. Sehr schön. Und eine Glyphe fehlt noch. Die führt zu dem. Das Lucio nehmen wir noch mit. Boah, ich glaube, da kommt gleich ein Gewitter, wenn ich mich nicht irre. Das blitzt hier schon die ganze Zeit. Okay. Doch da vorne. Ich glaube, wir müssen da drauf. Ich weiß nur nicht wie. Oder, warte mal. Okay, wir müssen irgendwie auf den drauf. Weiß aber gerade nicht, wie wir auf den draufkommen sollen. Es kann eigentlich nur so sein, dass wir da drauf müssen. Warte mal, vielleicht können wir auf einen anderen drauf. Wir müssen höher zumindest. Aber von hier aus müssen wir da drauf kommen. Das müsste gehen. Genau, von hier aus müssen wir da eigentlich drauf kommen. Jawohl. So, da ist er. Eine Nullglyphe. Das Material und die Leitungsdaten in dieser Glyphe decken sich mit unseren eigenen Messungen hinsichtlich der Funktion von Element jetzt Zero. Zugriff haben, Pathfinder. Ja, danke Sam. Sind aber wesentlich fundierter. Möglicherweise vorhandene Wortfragmente sind Fundamente und Überfluss. Ich glaube, die haben wir auch schon mal gelesen. Kommt mir bekannt vor. So, mal gucken, ob wir wieder ein Rätsel lösen müssen oder ob es ohne geht, wie bei den letzten beiden. Diesmal müssen wir wieder ein Rätselchen lösen. Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. Juhu, wir haben eine weitere. Erledigt. Bleiben noch zwei. Was? Willst du mich verarschen? Eine erledigt, bleiben noch zwei? Wir haben alle drei erledigt schon. Da steht ja auch, den Gewölbezugang untersuchen. Und da gucken wir jetzt mal auf die Karte, wo denn der Gewölbezugang ist. Aha. Könnten natürlich auch damit jetzt erstmal weitermachen. Aber nee, das heben wir uns auf. Was war da? Zu Eiseln zurückkehren. So, hier haben wir jetzt Opferzahlen. Ah, das war wieder Kadara, ja. Kadara Port meine ich natürlich. So, nee, wir wollten hier oben hin, ne? Und da ist er dann in der Nähe auch. Na, ja. Weißt du was? Wir machen das genauso. Wir fahren hier oben hin. Genau, gibt es irgendwie einen schnelleren Weg dahin? Nee, ne? Wir müssen dahin fahren. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Schnellreisepunkt. Das ist sehr gut. Ja, das heißt, wir fahren jetzt dorthin. Ich will noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Eine Kiste oder irgendwas. Wobei, die Kiste haben wir schon eingesammelt, ne? Fällt mir gerade ein. Okay, dann machen wir uns vom Acker. Ja, dann fahren wir eben noch zu diesem Punkt. Da können wir noch so eine Drohne abwerfen. Gehen wir einfach nicht auf den Geistbösen. Boah, ist das hier wieder am Laggen. Das ist eine wahre Pracht. Warte mal, ich würde gerne auf dieser Höhe, glaube ich, bleiben momentan. Können wir oder können wir nicht?
schon mal nicht. Ach, guck mal an. Habt ihr das gesehen? Da waren zwei Wände. Wir haben was? Ziele. Ja, schön. Ich will kurz auf die Karte gucken. Ich sehe jetzt hier nichts. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das nicht schon gesehen. Ach, hier ist doch das mit dem Wasser. Ja, alles klar. Wieso ist denn das nicht? Wieso haben wir das jetzt nicht auf der Karte? Weil wir da alles erledigt haben, oder was? Könnte natürlich sein. Okay, dann weiter zu dem Punkt für unsere Drohne. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Und hier kriegen wir auch gleich Munition, das ist eine gute Sache. Abbauzonen wurden im Lab-System gefunden. Oh, der ist erledigt. Jetzt müssten wir eigentlich neue Munition bekommen, theoretisch. So, gucken wir uns hier noch um. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Ich glaube nicht. Werden wir gleich sehen. Hier waren wir noch nicht. Das erinnert mich ein bisschen an Volt. Da gab es genau das gleiche Gebäude. Nur, dass hier in der Mitte kein hier so ein Dingenskirchen war, sondern dieser Eisklotz. Was ist hier? Okay. Nichts. Auch interessant. Wir gucken nochmal da hoch, würde ich sagen. Ach, da drüben ist ja auch noch was. Kommen wir hier auf die Plattform oder eher nicht? Doch, kommen wir drauf. Aber hier ist nichts weiter. Ja, hier ist ein Behälter. Ja. Gerade so noch erwischt, den Behälter. Jo, jetzt wird es auch windig. Ich muss die Aufnahme, glaube ich, gleich beenden. Muss ich erstmal dafür sorgen, dass hier nichts passiert. Ich habe alle Fenster offen. Wenn das hier gleich anfängt zu gatschen. Dachgeschoss. Da regnet es dann gerne mal rein. So, damit sind wir durch für diese Folge. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, da wir ja jetzt schon quasi in der Nähe sind, dort kümmern wir uns um das Reliktgewölbe. Und dann dürfte sich auf Kadabra schon ein bisschen freundlicher werden, denke ich. Genau so machen wir es. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.